Also was man hier sieht, ist einfach eine Sache, die sich ergeben hat aus einer langjährigen Entwicklung. Das läuft ja schon lange, lange Zeit. Das ist vielleicht auch ein bisschen das Geheimnis, worum es auch noch länger halten wird als vielleicht in anderen Städten. Die ganzen Galerien arbeiten natürlich hier in der Stadt schon seit 10, 12, wir seit über 20 Jahren. Man muss also sagen, dass das sehr nachhaltig ist, was hier gemacht wird. Und das ist das, die gute Nachricht auch, dass da eine Basis aufgebaut ist, von der aus man wirklich vieles machen kann. Hier gibt es eine sehr, sehr breite Basis, zum Beispiel an Künstlern, an Galerien, die schon immer hier gearbeitet haben, wie vorhin schon gesagt, auch die Museen, die hier sehr integrativ in der Kunstszene tätig sind. Und das ist der Punkt, weswegen es hier auch so langfristig und qualitativ sehr hochwertig ist, die Sachen, die hier gezeigt werden. Ich könnte höchstens sagen, dass es halt sehr, sehr viele mehr Leute gibt zurzeit, die auch sich selbst als Künstler sehen. Und vielleicht vor 15 Jahren waren es einfach mehr Leute, die nicht studiert haben und sich auch als Künstler gesehen haben. Heutzutage ist es mehr so, dass man davon ausgeht, dass jemand auch Kunst studiert hat. Das war vor 15 Jahren nicht so, da konnte im bayerischen Sinne jeder Künstler sein. Und das Selbstverständnis lag also auf der Ebene von Leuten, die nicht studiert haben, was ich auch ganz interessant fand. So politisch wie Kunst heute ist, war sie noch nie gewesen, weil so hat die Kunst noch nie die Massen ergriffen. Mach mal ein konkretes Beispiel. Olaf Nikolai, super politisch. Hast du die auch schon angeguckt? Und hier drüben, da, die Schrift, ne? Weißt du, was das ist? Da, die Schrift, ne, gut. Das sind die Titel der Invasionssachen, die Amerika seit 45 gemacht hat. Jeder Krieg, jede Invasion irgendwohin hat nämlich einen Codenamen gehabt oder eine Codezeile. Und alle die hat er genommen, hat sie aber neu zusammengesetzt zu Einwort-Poetries und hat sie dorthin gehangen, sodass du sie liest und irgendwie denkst du, also Wüstensturm habe ich doch schon mal gehört. Oder. Es gibt natürlich Sachen, die von der Jugend her du noch nicht gehört hast, weil es dann 46, 47, 45 war. Aber das an sich ist hochpolitisch, was er dort macht. Und das entgegenzusetzen mit einer Figur wie dem Einhorn, gibt einen Spannungsbogen hin zum Poetry oder Wünsche, Sachen, die verdeckt sind, die nicht da sind, ja, die etwas umwandeln, dort auch. Hochpolitisch. Also politische Kunst heißt doch nicht, dass man ein Symbol an die Wand malt und einen Spruch, der irgendwie sagt, weiterkämpfen und so. Das ist Politik, was du meinst. Hat mit Kunst nichts zu tun. Ja, was denken Sie, wie die Menschen hier verändert rauskommen könnten? Ja, wenn du dir Zeit nimmst, erstmal, um dich dorthin zu stellen oder um das dort durchzulesen, und weil Texte sind zum Lesen immer da und wer fähig ist, wer alphabetisiert worden ist, könnte sich die Zeit nehmen zum Lesen. Der geht schon verändert durch. Du hast es noch nicht gemacht. Mach's, guck's dir an. Das ist ein Schritt, ne? Dass man, und das ist das Gute daran, dass Kunst heutzutage öffentlicher geworden ist. Das ist der große Schritt. Kunst ergreift die Massen.